Die einst stolze Metropole der amerikanischen Autoindustrie, Detroit, hat viel von ihrem früheren Glanz verloren. Genauso wie sich viele Einwohnerinnen und Einwohner und Autobauer vergessen fühlen. Jetzt kriegen sie durch einen historischen Tarifkonflikt eine Menge Aufmerksamkeit. Seit Mitte September streiken die Arbeiter in der für die amerikanische Wirtschaft so wichtigen Autoindustrie für mehr Lohn. Zum ersten Mal überhaupt in der US-Geschichte bei allen drei großen Autobauern Ford, Stellantis und General Motors gleichzeitig. Und die bekommen jetzt prominente Unterstützung von keinem geringeren als US-Präsident Joe Biden. Auch eine Premiere, ein amtierender Präsident bei einem Streikposten. Offenbar eine Geste, um verlorenes Vertrauen wieder zurückgewinnen zu wollen. Über einen außergewöhnlichen Solidaritätsbesuch im Mittleren Westen, Sarah Schmidt. Zu Beginn seines Auftritts ist er nicht sofort deutlich für die Fernsehkameras zu sehen, eingereiht unter den Streikenden. Nicht einmal 2 Minuten dauert seine Megafonansprache. Die Wall Street hat dieses Land nicht aufgebaut, das war die Mittelschicht. Und die Gewerkschaften stärken die Mittelschicht. Ihr habt so viel erreicht und verdient es, dafür so viel besser bezahlt zu werden als im Moment. Trotz der Kürze gilt sein Auftritt schon jetzt als historisch. Noch nie hat ein amtierender US-Präsident an einem Streik teilgenommen und damit so deutlich Position bezogen. Knapp 2 Wochen schon dauert der Streik gegen die Autokonzerne. Die Gewerkschafter fordern 40% mehr Lohn. Wir kämpfen für das, was uns zusteht. Bei rekordverdächtigen Gewinnen wollen wir rekordverdächtige Löhne. Wir wollen in der Lage sein, unsere Familien zu unterstützen, nicht von Gehaltscheck zu Gehaltscheck leben. Arm in Arm mit den Streikenden. Joe Bidens Auftritt in Michigan ist auch politisches Kalkül. Er versucht, die Gewerkschafter gut ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen auf seine Seite zu ziehen. Und er ist nicht der Einzige. Donald Trump will morgen in Michigan eine Rede halten. Er wirft Biden vor, Jobs in der Autoindustrie zu vernichten. Das sei politisches Theater von beiden Seiten und komme nicht von ungefähr. Wahrscheinlich ist es wichtiges politisches Theater, weil Michigan ein Swing State ist. Hier könnten Trump oder Biden gewinnen. Biden versucht zu zeigen, dass er die Gewerkschaften liebt, dass die Gewerkschaften ihn lieben. Trump versucht das Gleiche. Für heute hat Joe Biden sein Ziel erreicht. Der Auftritt hat Wirkung gezeigt. Das ist eine große Unterstützung, dass er an das glaubt, wofür wir stehen. Und allein, dass er selbst hierher kommt, macht mich stolz. Und ich bin sicher, viele andere von uns auch. Er übertrumpft Trump, bevor dieser hierher kommt. Und das ist ein kluger Schachzug. Ich nenne ihn Cool Joe. Er ist sehr ruhig und gelassen. Einer der besten Präsidenten, die wir je hatten. Die Frage ist, ob die Botschaft nach Bidens Abreise nachhallt bis zur US-Wahl im kommenden Jahr. Ja, dann fragen wir doch mal nach bei Gudrun Engel in Washington. Normalerweise vermittelt ein Präsident ja zwischen den Lagern. Geht es Joe Biden mit dieser eindeutigen Parteinahme heute nur um Wählerstimmen oder doch noch mehr? Naja, ich würde sagen, er versucht 2 Sachen unter einen Hut zu bringen. Zum einen die Wählerstimmen und zum anderen versucht er sein politisches Erbe zu sichern. Er braucht die Gewerkschaften ganz klar für eine Wiederwahl. Die Gewerkschaften sind zwar nicht so politisch einflussreich wie beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich, aber es sind eben viele und sie vertreten die Working Class, also die Arbeiterklasse und gerade die braucht man in den Swing States wie beispielsweise Michigan. Die Gewerkschaften unterstützen normalerweise auch den Präsidenten und viele nationale Gewerkschaften haben auch schon ihre Unterstützung für Joe Biden ausgesprochen. Aber die Autobauer, die halten sich noch zurück. Und diese Gewerkschaft, das sind auch 400.000 Mitglieder, also 400.000 potenzielle Wählerstimmen. Die sagen aber, und da geht es eben um das politische Erbe von Joe Biden, naja, im April gab es ja diese Klimaschutzgesetze. Und die sagen, bis 2032 sollen 2/3, also 66% aller Autos in den Vereinigten Staaten mit E-Antrieb fahren. Im Moment sind es nur 6%. Für den Bau eines E-Autos braucht man aber viel weniger Arbeitskraft als für den Bau eines Benziners. Und das besorgt eben die Autobauer. Und deswegen haben sie sich bislang noch nicht klar zu Joe Biden bekannt. Und ist die Rechnung für Biden soweit denn aufgegangen?
Naja, man hat ihn zumindest sehr, sehr freundlich begrüßt. Der Präsident der Gewerkschaft hat ihn sogar vom Flughafen abgeholt und zu diesem Streikposten begleitet. Und man hat so ein bisschen durchhören können, irgendwann wird man Joe Biden schon die Unterstützung aussprechen. Im Gegensatz zu Donald Trump beispielsweise, der ja morgen dort aufschlägt. Und da hat der Präsident der Gewerkschaft schon gesagt, er sei eigentlich auf keinen Fall willkommen. Aber so wie wir Donald Trump kennen, wird er trotzdem dorthin fahren. Gudrun Engel in Washington, danke für die Informationen.